Hüte Nacht! Aufhören! Stopp! Oder ich! Grob und derb zu sein, bringt's nicht. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Du bringst die Schmetterlinge dazu, hinter dir herzufliegen. Und du benutzt deine Farben. Okay, alles klar, Cowboy. Wir bringen die Schmetterlinge dazu, wieder ins Tageslicht zu fliegen, indem wir nett sind und ihnen das geben, was sie am liebsten essen. Blumen? Aber wir haben keine. Kein Problem. Super Katzentempo. Zeigt nicht mit dem Finger auf mich. Ihr habt gefälligst zu tun, was ich euch sage. Wie? Schnappt sie! Okay, PJ Masks, bringen wir die Schmetterlinge heim. Behutsam. Hallo, Schmetterlinge. Wollt ihr mit mir fliegen? Dann folgt mir. Seht meine Farben, Schmetterlinge. Kommt, ich zeig sie euch. Was? So gefällt es euch? Netti, netti. Das stimmt, Luna Girl. Und jetzt versuche ich es auch. Es tut mir sehr leid wegen vorhin, Schmetterlinge. Hier sind so viele Blumen, wie ich nur finden konnte. Seht ihr? Bitte kommt mit uns. Genau. Gut gemacht, Schmetterlinge. Danke euch. Hä? Ah! Was? Mein Mondmagnet ist verstopft? Oh! Wartet, Schmetterlinge. Ihr dürft nicht mit ihnen mit. Motten? Wo seid ihr? Worauf wartet ihr, Dummköpfe? Schnappt sie euch! Ihr sollt sie euch schnappen, verstanden? Ihr doofen, trottligen, muffigen Motten! Oh, hallo Motten. Wollt ihr mitkommen? Das würde uns sehr gefallen. Ja, ich verspreche, ich werde nett sein zu euch. Nein, 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 nein! Jetzt hab ich keine. Ich komme! Puh, das war knapp. Danke, Eulet. Kein Problem. Tut mir leid, dass ich vorhin gemein zu dir war, Gecko. Mir auch, Catboy. Wir haben es wohl übertrieben. Nein, ihr beiden. Es war meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich aus allem einen Wettbewerb gemacht habe, nur weil ich immer die Siegerin sein wollte. Runter von mir, du trompetenohriger Trampel! Luna da gibt nicht auf. Ein Vöglein zwitschert mir, hört auf, gegeneinander zu kämpfen und gewinnt das gemeinsam. Ja! Yeah! Also, wo war ich stehen geblieben? Oh ja, bereit für eine weitere Runde, Motten? Hier oben, Luna Girl. Was? Ja! Hey, gib sie mir wieder! Hab die Pfeife! Das Spiel ist aus, Luna Girl! Ihr Pyjama-Plagegeister macht alles kaputt! Oh, hört auf damit, Motten! Ihr seid alle Sieger, okay? Mondmond, bring mich fort von hier! Das nächste Mal schnapp ich mir die Pyjama-Helden! Sieht aus, als hätte Luna Girl genug vom Kampf ums Gewinnen. Genau wie ich. Und jetzt müssen wir einige Spielsachen zurückbringen. Wer die meisten tragen kann, gewinnt. Hä? Das war nur ein Witz. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hey, Cameron. Wir haben die Pfeife gefunden. Super, danke. Hey, Amaya, Lust auf ein Spielchen? Klar. Na los, Team. Spielen wir. Wow, wir wären fast in unser eigenes Hauptquartier reingefahren. Tut mir leid, das ist alles meine Schuld. Hätte ich mir nicht so viele Sorgen gemacht, wie wir mit allem gleichzeitig fertig werden, hätte ich helfen können. Du wirst helfen können. Denk einfach dran, dass man ein großes Problem immer Schritt für Schritt löst. Und Romeo ist ein großes Problem. Du hast recht. Und ich habe eine Idee. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Das sollte passen. Noch ein bisschen nach links, dann bin ich bereit, den Mond zu gravieren. Ich bin so aufgeregt, Meister. Schalte ihn aus, Romeo. Das ist deine letzte Chance, das Teleskop freiwillig rauszurücken. Eindringling, Alarm, Eindringling, Alarm. Danke.
Danke. Hab's geschnallt. Ist das nicht das raffinierte Chamäleon? Du bist zu spät. Welch Unglück. Schau, wie ich mein wunderschönes Gesicht in den Mond brenne. Super, Gecko-Muskeln. Wow! Was war das? Das bin nur ich und meine Super Gecko-Muskeln. Ich habe ein springendes Labor und einen Roboter. Unmöglich, dass ihr Amateurhelden mich aufhalten könnt. Ihr seid mir voll unterlegen. Du hast recht. Dich abzulenken war nur der erste Teil meines Plans. Der zweite Teil ist mein Joker. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ihr arbeitet zusammen mit Luna Girl? Sie will dich genauso dringend aufhalten wie wir. Lass den Mond in Ruhe. Er gehört mir. Niemals. Luna Girl, es ist Zeit für den dritten Teil des Plans. Alles klar. Kitzelangriff! Aufhören! Stopp sie, Roboter! Ha! Niemand entkommt meinem Mondstrahl! Nicht mal du, Roboter! Bestätigt! Die Motten Luna Girl, Romeo und der Roboter sind jetzt alle beschäftigt. Nun zum nächsten Teil meines Plans. Super Gecko Muskel! Hab es! Du tollpatsch dich, um wegzufahren. Aber wie können wir ihn so aufhalten? Ich hab's. Als wir versuchten, nicht tollpatschig zu sein, waren wir noch tollpatschiger und haben mit dem Katzenblitzer einen Unfall gebaut. Richtig. Also müssen wir unsere Tollpatschigkeiten, Flutschfinger, Dralldreher und Schrägstolperer benutzen. Tollpatschigkeitskraft sozusagen. Cooles Chamäleon. Aber Romeos Labor fährt im Zickzack. Es ist entscheidend, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Da kommt es. Fertig und los! Super Gecko Flutschfinger! Schräg stolpernde Katzenrolle! Dreh-Dreh-Kraft! Super Flutschfinger! Ja! Wartet, bis der Strahl nicht mehr wirkt. Oh, puh. Hey, ich kann wieder geradeaus gehen. Ah, ihr Pyjama-Helden habt alles kaputt gemacht. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. So ein Wissenschaftstag ist viel schöner als ein Experiment eines verrückten Wissenschaftlers. Amaya, Connor, der Lehrer hat gesagt, wir sollen unseren Vulkan darüber stellen. Das mach ich. Ich bin ja nicht mehr vertollpatscht, also habe ich alles voll im Griff. Okay, vielleicht habe ich nicht alles voll im Griff. Warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Was war das? Mein Stimmenkasten? Pass doch auf, ihr stummen Stinker! Er wäre fast kaputt gegangen. Du kannst nicht gewinnen, Romeo. Flatternde Federn, du klingst ja wie ich. Und ich höre mich nicht nach mir an. Nein, du klingst so wie ich. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Und ich klinge wie Gecko. Das ist noch viel besser. Ihr seid so lächerlich. Ich bin hinter dir. Eigentlich bin ich hier. Nein, hier bin ich. Wow, hört auf! Hier drüben! Was? Hier! Hier bin ich! Welche Knöpfe muss ich drücken? Ich klinge wieder wie ich, nicht wie du. Hey, was war so schlecht an seiner Stimme? Ich hab meine auch wieder. Meine Stimme ist auch zurück. Ja! 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 Gib mir meinen Stimmenkasten wieder! Mein Stimmenkasten! Oh nein, ich verliere meine Stimme! Oh.
den Stimmen stehen, Romeo. PJ Masks, ruf laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Willkommen bei der coolsten Ninja-Fernsehsendung aller Zeiten. Ihr werdet es kaum glauben können, was ihr gleich seht. Die Vorstellung ist beendet, Nacht-Ninja. Gib das Schwert her. Träum weiter, Kätzchen. Solange ich es habe, habt ihr PJ Masks keine Chance. Wage es nicht, das Schwert zu ziehen, Nacht-Ninja. Nur Meister Feng darf das. Nein, bleib ruhig, Catboy. Hey, Ninjalinos, warum dürft ihr eigentlich nicht mit dem Schwert spielen? Vielleicht seid ihr nicht gut genug. Es ist zu schön für sie, stimmt's, Nacht-Ninja? Was? Nein, daran liegt es nicht. Es ist nur, ich kann damit besser umgehen als ihr. Nein! Halt, halt! Hört auf, weg da! Nein, mein Schwert! Hör auf! Sie zu filmen! Ich bin der Star der Sendung! Wow! Ja! Hört auf zu schreien! Ihr Ninjalinos macht mich so wütend! Super gemacht, Leute! PJ Masks ruft laut Hurra! Wir blieben ruhig in der Gefahr! Mal sehen, ob Meister Fengs Sendung wieder läuft. Willkommen zurück und mein besonderer Dank gilt demjenigen, der mein Schwert zurückgebracht hat. Ja, wer auch immer das war. Ganz hast du es noch nicht drauf, aber sei nicht sauer. Ja, kein Grund wütend zu sein, wenn man etwas noch nicht kann. Keine Sorge, ich versuch's, bis ich's drauf hab. Wenn alle festkleben, kann niemand zu Geckos Geburtstagsparty kommen. Tut mir leid, Gecko. Alles meine Schuld. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, aber jetzt habe ich eine Idee. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Yay! Zeit, meine Kerze auszublasen. Was ist das für ein Lärm? Denk dran, wer zuerst denn ist, gewinnt. Was machen diese Pyjama-Blödis? Hä? Moment, ist das irgendeine Art Partyspiel? Na los, noch eine Runde! Ich bin im Gecko-Mobil, also hab ich gewonnen. Was? Oh, oh! Oh, danke, Catboy. Hört auf zu lachen, Ninjalinos, das ist nicht lustig. Los, komm zurück, ihr Partypupser. Selbstreinigung. Ohne die Funktion hätte er die Torte im Gecko-Mobil nie explodieren lassen. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Das ist wirklich eine tolle Party, Greg. Dankeschön. Hä? Meister Feng Luftballons? Ich dachte, du magst lieber Eidechsensachen. Das stimmt, aber die sind für dich. Wow, danke, Greg. Die hebe ich für meinen Geburtstag auf. Ich gebe eine Meister Feng Party. Habe ich das schon erzählt? Mit Meister Feng Deko und einer Meister Feng Torte und Meister Feng Spielen. Oh, oh, und Meister Feng Musik. Und höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Gecko Muskel. Mondmagneten zurück. Komm her, Schnarchosaurus. Wir sind fast da. Wow. Oh, oh. Oh, ich krieg ihn nicht zu fassen. Wie bringen wir ihn wieder zurück auf den Boden? Bleib weg von ihm. Er gehört mir. Cameron jetzt ins Bett führen. Oh!
Cameron folgt doch jedem leckeren Geruch. Erinnert ihr euch? Kekse! Super Katzentempo! Kekse! Ja! Hab dich! Jetzt bist du meine Marionette! Nein! Er gehört mir! Oh. Das nie gekonnt. Du bist unglaublich. Danke. Ich war wohl ziemlich dämlich heute, was das Fliegen angeht. Es tut mir wirklich leid. Schon okay, Catboy. Moonbot! Oh, mein geliebtes Moonbot. So schön, dich wieder zu haben. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir brauchen deine tollen Flugkünste, um den Ballon aufzuhalten und Gecko zu retten. Danke. Machen wir es gemeinsam. Super Katzentempo! Eulenflügel! Niemals! Eulenflügel sind! Wow! Gecko! Gar keiner Gecko! Jetzt habe ich echt ein Problem! Super Katzenhüpfer! Ich klebe fest. Hilfe! Gecko, wir brauchen deine Hilfe!
braucht meine Hilfe? So machen Freunde das doch. Freunde achten aufeinander. Und das habt ihr immer für mich getan. Ja. Ja! Dann werde ich das Gleiche jetzt für euch tun. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ninja-Bus nicht haben kann, nehme ich mir stattdessen ein Pyjama-Helden-Fahrzeug und lackiere es Ninja-Schwarz und Ninja-Blau. Catboy, Eulette, ich brauche eure Hilfe! Ich komme, Gecko! Na, 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 na. Ha, endlich bin ich frei! Hey, Nacht-Ninja! Drei Pyjama-Helden, die sich gegenseitig helfen, sind stärker als deine Ninjalinos. PJ Masks, los! Super Katzen-Tempo! Du machst mir keine Angst, Eidechsenfuß. Warte nur, bis ich die Steuerung im Griff hab. Wie funktioniert dieses komische Teil? Dann behaltet doch euren blöden Bus und das Gecko-Mobil. Aber nächstes Mal werdet ihr mich nicht so leicht besiegen, PJ Masks. Mann, hör auf, ihm zu helfen, du Ninjalino-Witzling. Super Katzen-Tempo. Geschafft. Das ist nicht fair. Nicht fair. Ihr Pyjama-Helden zerstört immer meine Pläne. Catboy, was tust du da? Helfen. Ein Held hilft jedem, sogar Nacht-Ninja. Oh ja, du hast wohl recht, klitzekleiner Ninjalino. Ich sollte Danke sagen. Na los, Ninjalinos. Hä? Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Warum stupst du mich an? Ich glaube, er will spielen. Er ist echt gut im Fangen. Fangen? Ach, du glaubst, ich kann dich nicht fangen? Aber niemand ist besser im Fangen als ich. Hab dich. Du bist dran. Das sollte Nacht-Ninja und seine Ninjalinos eine Weile beschäftigen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist's jetzt mit der Gefahr! Danke, dass ihr mir bei meinen Hausaufgaben geholfen habt, Leute. Kein Problem, Cameron. Wir helfen immer gern. Stimmt's? Ja, keine Ursache. Super, weil ich schon wieder Hilfe brauche. Wobei? Beim Fangspielen. Du bist dran. Du bist dran. Oh, daneben. Vom vielen Fangspielen geht mir langsam die Puste aus. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Und jetzt dürft ihr beide mithelfen. Super Katzentempo. Boom. Helft mir, Romeo zu besiegen. Das macht noch mehr Spaß, wenn ihr Superhelden seid. Amaya wird zu. Eulette. Shrek wird zu. Gecko. Die PJ Masks. Wir müssen an Romeos Supercomputer. Wenn wir den stoppen, stoppen wir damit die Roboter. Na dann los. Ha? Geh und hilf den anderen Robotern, Robocat. Nein. Wer ist jetzt der echte Gecko und die echte Eulette? Ich bin die echte Eulette. Ich bin der echte Gecko. Nein, ich bin es. Was nun, Katzenklo-Bubi? Du kannst sie nicht mal unterscheiden. Deine Roboter haben vielleicht Superkräfte, aber sie sind keine Freunde, wie wir es sind. Eulette, Gecko, fangt! Yay, Ringe, Ringgras! Und der Zwirbel, Wirbel!
Weißt du, Romeo? Ich weiß, wer meine Freunde sind. Bereit für den Spezialtrick? Ja! Haltet sie auf! Egal, was sie tun, haltet sie auf! Catboy! Zeit, deine schlechten Kopien wieder schlafen zu legen, Romeo. Nein, mein Supercomputer! Okay, Supergecko-Muskeln! Ringelndes Reptil! Was ist hier? Gecko! Ha! Echsenbubi, koste mal von meinem Gefrierkraftfeld. Niemand kommt in mein Mondlager rein. Und niemand nimmt mir meine Mondstatue weg, weil es meine ist. Meine! 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 Ha! Du wirst sie nicht mehr lange haben. Luna Girl, du hast gewonnen. Die Statue gehört dir. Wir gehen. Ich wusste, dass du zur Vernunft kommen würdest. Was ist mit Gecko? Wir befreien ihn und holen meine Statue zurück. Du musst einfach die Feuerleiter runterrennen und dann über die Treppe innen wieder hoch, um durch diese Tür rauszukommen. Wenn du meinst, dass es funktioniert? Los, Catboy, jetzt! Es ist vorbei, Luna Girl! Echsenbubi und Miezekätzchen hole ich mir auch in mein Mondlager. Aus ihnen werden tolle Statuen. Aber keine Freunde, Eulette. Möchtest du auch ein Mondlagermöbelstück werden? Es ist Zeit, ein Held zu sein, glaube ich. Okay, dann gebe ich sie dir eben, Luna Girl. Die Mondstatue gehört dir. Aber du lässt Gecko und Catboy gehen. Gehört sie jetzt wirklich mir? Du meinst, für immer? Ja, für immer. Lässt du jetzt auch meine Freunde frei? Nein. Nein, aber... Was? Hast du vergessen, dass ich ein Schurke bin? Und jetzt vervollständige ich meine Pyjama-Heldenstatuen-Sammlung. Violet! Eulenflügelwind! Hä? Echt katzenstark. Das wird schwer zu toppen sein, Gecko. Eulenaugen. Das ist Luna Girl. La 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 la. Schnell, fahr die Eulenglatterkrallen aus und schnapp dir das goldene Mikrofon. Die Krallen? Wie kann ich? Da, mit dem da. La. Kaputt? Oh, das ist meine Schuld. Jetzt bekommt niemand Jaden Houston zu hören. Hör nicht auf sie. Sie hätte das Mikrofon gar nicht erst klauen dürfen. Ja, aber ich bin schuld, dass du mich den Eulengleiter hast fliegen lassen, Eulette. Und ich hätte nichts von dem annehmen sollen, was ihr mir gegeben habt. Es tut mir leid, dass ich euch zum Wetteifern angestiftet habe. Und wir haben versucht, dich damit zu beeinflussen. Tut mir leid, Eulette. Mir auch. Ich würde nur mit euch beiden hingehen wollen. Schon okay, Leute. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir dieses Mikrofon wieder zurückbekommen. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Auch wenn es kaputt ist, das Mikrofon gehört nicht dir, Luna Girl. Gib es zurück! Es mag zwar kaputt sein, aber es ist immer noch aus glänzendem Gold. Und meins, meins, meins! Eulette, sobald wir die Motten abgelenkt haben, schnappst du dir das Mikrofon von Luna Girl. Mich nicht.
Super-Gecko-Zahnung. Eulenaugen. Gefunden. Der Gestank ist unerträglich. Wenn Romeo das Dinosaurier-Ei zerbricht, wird die Stadt noch viel extremer stinken. Okay, PJ Masks. Wir müssen Romeo aufhalten, bevor es zu spät ist. Nachdem wir das Gecko-Mobil zurück haben, zeigen wir mal Romeo, was es alles drauf hat. Nur noch ein bisschen mehr faulisieren, dann wird das hier das stinkigste Ei, das es je gab. Fast fertig faulisiert. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr aufhalten! Zeit für das große Stinke-Finale! Gecko-Mobil Schwingschleuder! Ich hab's! Ups, ich hab's doch nicht. Zum zweiten Mal Pech, ihr Pyjama-Pupser! Was tust du da? Guter Wurf, Pyjama-Popos. Aber jetzt kommt mein Schmetterei. Gecko, das Ei darf nicht zerbrechen. Ich habe eine Idee. Gecko-Mobil Wasserstrahl. Gut gemacht, Gecko. Nein, ich will das Ei zerbrechen. Was? Nächstes Mal werdet ihr dafür bezahlen, PJ Masks! Und jetzt entstinken wir endlich das Riesenei.